Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian und ich schaue heute für dich wieder in die Karten. Ich mische jetzt gleich durch und werde dich auch nicht lange hinhalten. Wir starten direkt los. So, hier kommen die ersten Karten. Wir haben den Pagen der Schwerter, wir haben den König der Münzen und wir haben die Herrscherin. Ja, was ich jetzt gleich zu Beginn sehe, ist, dass du bald in eine Situation kommen wirst, wo du die Wahl zwischen zwei Personen haben wirst. Du wirst die Wahl zwischen zwei Männern haben, oder also wenn du ein Mann bist und zusiehst, Münze ist einfach auf Frauen um. Aber du wirst auf jeden Fall die Wahl zwischen diesen beiden Personen haben. Und zwar ist es so, dass das eine jemand aus deiner Vergangenheit ist, der auf dich zukommt wieder, und das andere ist jemand, der neu in dein Leben tritt, also, ja, also der ganz neu auf dich zukommt, den du noch gar nicht kennst, oder jemand, den du schon kennst, aber noch nicht wirklich gut, also mit dem du jetzt noch nicht eine Beziehung oder sowas in die Richtung hattest, maximal eine Kennenlernphase, oder man hat sich vielleicht nur gesehen oder kurz miteinander geredet, fragt sich, was die andere Person denkt, sowas in die Richtung. Und du siehst hier natürlich die drei der Schwerter, das heißt, du wirst dann die Qual der Wahl haben zwischen diesen beiden Personen. Und du siehst die Herrscherin. Und die Herrscherin steht wieder für dich, das ist so die Karte, die für deine Person steht. Und was sehr, sehr wichtig für dich sein wird, ist, dass du lernst, Nein zu sagen. Ich sehe, in der Vergangenheit hattest du eine gewisse Anziehungskraft auf Leute, die dich oft ausgenutzt haben. Und wichtig ist, dass du zu dir selber findest, dass du dir selbst treu bist und zu dir selbst einfach stehst. Und dass du dich nicht immer aus Gutmütigkeit und Gutherzigkeit ausnutzen lässt, vor allem von dieser Person, die wieder auf dich zukommt, weil das ist jemand, der das gar nicht verdient hat. Ich sehe, dass die eine Person jemand ist, der von der Art her sehr, sehr eifersüchtig ist und ein bisschen eitel. Also das ist jemand, der sich selbst für sehr, sehr wichtig hält. Und ich würde jetzt sagen, das ist so ein bisschen die Person aus der Vergangenheit, die momentan, ja, über dich nachdenkt und irgendwo sehr, sehr berechnend ist, würde ich fast sagen. Ja, was meine ich jetzt mit berechnend? Also, da ist so ein Gefühl bei ihm da, das dich mag, aber er denkt, also er möchte einfach eine Bindung vermeiden, das ist das, was ich sagen würde. Er möchte eine Bindung vermeiden und er sagt sich, gut, er möchte keine Bindung mit dir, weil er denkt, dass du auch sehr starke Gefühle hast und deswegen gar kein Interesse an jemand anderem hättest. Das sind so die Gedanken, die dieser jemand hat. Und dann, wenn er sieht, dass du da plötzlich irgendwie wen Neuen kennenlernst, mit wem Neuen was zu tun hast, dann kommt eben die Eifersucht, dann kommt das, womit er so gar nicht gerechnet hat. Das ist jemand, der gern die Fäden in der Hand hält. Das ist jemand, der gern die Kontrolle hat. Also sagt, wo es lang geht, beziehungsweise bestimmt. Und wir haben hier auch das Rad des Schicksals. Und du siehst hier das Rad des Schicksals. Und grundsätzlich, vielleicht weißt du es schon, steht das Rad des Schicksals einfach für verschiedene Möglichkeiten, die man selbst in der Hand hat. Das heißt, entscheide ich, was ich tun werde, oder lasse ich mich vom Schicksal
oder generell von einer höheren Macht einfach leiten in eine Richtung. Soll einfach alles kommen, wie es kommt. Also es gibt ja dann auch immer Leute, die sagen, gut, es kommt alles, wie es kommt. Das Schicksal, ja, wird schon alles richten. Ich brauche gar nichts machen. Wenn es eben so ist, dann ist es so. Und wenn es so ist, dann ist es so. Und die Gefahr dabei ist, dass diese Leute in Trägheit verfallen. Das heißt, sicher, das Schicksal leitet einen irgendwo, aber man muss auch was dafür tun. Also es ist schon wichtig, dass man auch Eigeninitiative zeigt und nicht einfach darauf wartet, dass einem alles vor die Füße fällt. Das will ich damit sagen, weil das Universum ist da, aber es ist nicht da, um einen, ja, um einem jegliche Mühen abzunehmen und um jedem alles zu schenken. Ja, dafür ist das Universum nicht da, passiert auch nicht, wie man sieht. Also natürlich gibt es das Karma, aber es ist nicht so, dass man jetzt dauernd alles serviert bekommt, dass man dauernd den vollen Teller serviert bekommt, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen. Sicher, wäre schön, aber ist nicht so, brauchen wir nicht darüber reden. Und deswegen ist es eben in gewissen Belangen, wie jetzt hier zum Beispiel wichtig, zu entscheiden, ist das eine Situation, wo ich mich jetzt vom Schicksal leiten lasse? Ist das so eine Situation? Oder ist das eher was, wo ich weiß, dass ich selber was in die Hand nehmen muss? Ja? Wo ich weiß, dass mir etwas gut tut oder nicht gut tut und ich aber eben Nein sagen muss. Manchmal muss man eben auch einfach, und das ist jetzt vor allem bezogen auf die Person aus der Vergangenheit, die wieder auf dich zukommt, auch wenn man Gefühle hat, den Kopf denken lassen. Wir haben ja das Asterschwert, also man muss da einfach sagen, gut, ich habe jetzt Gefühle, aber ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Das heißt, man sagt dann einerseits, ja, okay, ich fühle mich jetzt stark genug und ich bin so ich selber, dass ich weiß, dass ich jetzt Grenzen setzen kann. Dann kann man es nochmal versuchen. Dann haben wir in der Vergangenheit eine sehr schöne Zeit gehabt und ich möchte das jetzt nicht einfach wegwerfen. Und wir probieren es nochmal zusammen. Ja, also wir machen einen Neuanfang, aber wehe, wehe, wenn da einmal wieder was ist. Wenn du da merkst, dass da wieder Spielchen sind, dass da wieder was im Busch ist und du ein schlechtes Bauchgefühl hast, dann ja, ist es aus und das hat eben mit Grenzen setzen zu tun. Das heißt, du setzt dir selbst praktisch ein Limit. Das heißt, so und so ist es gut, aber wenn du merkst, dass du wieder daran kaputt gehst, dann geht es einfach nicht mehr, weil das nagt zu sehr an dir. Das nagt zu sehr an deinen Energien und an dir selber. Und es kann auch sein, dass du jemand bist, der sagt, ja, ich würde zwar gerne immer Nein sagen können, wenn ich es wollte, aber ich kann es einfach nicht. Irgendwie bin ich noch nicht bereit dazu, ich bin noch nicht stark genug, das weiß ich. Und in dieser Situation wäre es wichtig, dann eben mit dem Alten, wo man einfach irgendwo weiß, dass es einem nicht gut tut, abzuschließen oder zu sagen, nein, ich brauche jetzt meine Zeit. Und das Problem, was da ist, ist, dass genau in dieser Situation, wenn du in der Situation bist, wo du dich selber schwach fühlst, dann doch tendierst, Ja zu sagen. Und jetzt werfen wir einen Blick, jetzt lassen wir das mal so stehen, auf diese zweite Person und schauen uns die genauer an, wo du dann einfach diese Entscheidung treffen musst. Ja, wir haben jetzt hier den Ritter der Stäbe, wir haben die 8er Münzen, wir haben die 9er Schwerter. Und das ist jemand, der vom Wesenszug her unterschiedlich ist. Und das wird auch etwas sein, was dir die Entscheidung schwerer macht, weil beide sind vom Wesenszug her attraktiv, verschieden, aber attraktiv. Und
Er ist eher so oft sensibel, er ist weniger dieser eitle, stolze Typ. Also er weiß schon, was er will, aber er ist nicht so direkt. Aber er bringt es auch trotzdem charmant drüber. Also ich sehe gerade sehr viel Humor, dass das jemand ist, der humorvoll ist und sehr, sehr gut, der auch gut aussieht. Aber das ist einfach eine verschiedene Art von schön. Das ist so wie du musst dir jetzt das vorstellen, dass du die Entscheidung treffen musst zwischen Meer oder Berge. Das ist ja immer die Frage. Meer oder Berge, was nimmt man? Sowohl die Berge mit ihren Seen, das ist alles wunderschön, mit tiefen Seen, endlose Berge, Gebirgsketten, wo Schnee oben liegt. Unterschiedlich gibt es ganz viele schöne Gebirge. In Österreich zum Beispiel, in der Steiermark, gibt es den Dachstein. Und ja, es gibt einfach überall auf der Welt so schöne Berge. Genau, vor allem auch hier bei uns in Mitteleuropa gibt es wunderschöne Gebirgsketten. Es gibt die Alpen. Es gibt so viel Verschiedenes mit den Seen und es ist wunderschön und das wirst du auch nicht abstreiten können. Also du wirst nicht sagen, dass die Berge hässlich sind. Und dann hast du auf der anderen Seite aber das Meer. Einen endlos langen Sandstrand, wunderschön mit Ausblick aufs Wasser, sehr beruhigend. Die See kann ruhig sein und ist schön. Und wenn das Meer stürmisch ist, ist es auch auf seine Art schön und es ist anders schön. Aber das Meer, da kann man auch nicht sagen, dass es hässlich ist. Im Gegenteil, es ist einfach wunderschön, aber die Berge sind auch wunderschön. Und wenn man dich jetzt vor die Wahl stellt, für was entscheidest du dich? Wirst du vielleicht zu einem tendieren, aber es wird dir grundsätzlich mal schwerfallen, weil du auf keins so wirklich ganz verzichten willst. Und so kannst du dir diese Wahl ein bisschen vorstellen, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind und du musst dich einfach für eines entscheiden. Und bei dem Neuen sehe ich, dass du mit ihm auf einer Wellenlänge sein wirst. Und da ist es auch weniger so dieses Gefühl von Vergangenheit und man hat schon viel erlebt und dieses innige Vertrauen und nicht dieses Ich möchte nicht wegwerfen. Das kann nicht alles gewesen sein. Es ist so viel gewesen, das kann man jetzt nicht einfach wegwerfen. Bereut er da, dies, das, wird es noch einmal so schön, wie es einmal war? Das ist alles so dieses, das hat alles so ein bisschen mit Vergangenheit zu tun. Und da wird es eben so sein, dieses Neue, dass es irgendwo Abenteuer zu erkunden gibt. Ja, und das wird aber eine Wahl zwischen zwei positiven Dingen sein. Es gibt Abenteuer zu erkunden. Man lernt sich gegenseitig kennen. Man findet seine Macken und Kanten. Man hat neue Gewohnheiten und man ist einfach neugierig. Man spürt diese Anziehung, aber es ist eine andere. Es ist irgendwie aufregender. Ich sage nicht, dass es besser ist, ich sage nur, dass es anders ist. Ich würde sagen, es ist aufregender. Und die Anziehung zu dem anderen ist eher so, wie würde ich das jetzt beschreiben, was ich da sehe? Es ist so, wenn man dann zusammen ist und friedvoll ist, wenn man miteinander wieder im Einklang ist, wenn man den Zwist begraben hat, dann ist das so eine Anziehung wie, ja, endlich wieder. Endlich wieder wurde auch Zeit, sowas, was man schon lang wieder wollte. Und es ist wie ein Durst, der gelöscht wird und nachher fühlt man sich sehr gut. Und bei dem anderen ist es so wie eine ganz neue Geschmacksrichtung. Und diese Entscheidung ist einfach sehr, sehr schwer. Das ist wirklich eine Entscheidung, die du alleine treffen musst. Da musst du wirklich entscheiden, ob du dir das noch einmal antun willst, was gewesen ist. Ob du vor allem auch mit der Person kannst. Noch einmal kannst. Noch einmal wirklich eine Chance geben kannst. Oder ob du dich einfach auf ein neues Abenteuer einlassen willst.
Und ich sage dir auch gar nicht, das ist jetzt richtig, das ist falsch. Ich sage dir nur, was ich sehe. Du wirst diese Wahl haben und du musst aber auch bedenken, dass vor allem der aus der Vergangenheit kommt, weil er auch Angst hat, dass du eben den Neuen haben könntest. Und der Neue mag dich um deinetwillen. Der mag dich nicht, weil, ja, ich habe so Gefühle für dich, ich will dich aber hinhalten, weil eigentlich will ich eine Bindung vermeiden. Und er mag dich einfach so, wie du bist, ohne diesen Hintergedanken, sich vor einer Verpflichtung zu scheuen. Und bei dem Alten ist es ein bisschen anders. Der hat auch Gefühle für dich, aber es ist einfach so auf eine andere Art und Weise. Und hier die Königin der Stäbe, das heißt, sie werden sich beide um dich bemühen, nur wirst du beim Neuen dich auch fragen, ja gut, kann ich dem Ganzen auch wirklich trauen, weil du ja schon ein gebranntes Kind bist. Und beim Alten wird es dich freuen, aber auch immer mit dem Hintergedanken, warum zeigt sich der auf einmal wieder von so einer Schokoladenseite? Kann ich auch dem wirklich glauben? Kann ich wirklich darauf vertrauen, dass er sich jetzt ändert und dass er, dass in ihm ein Wandel vonstatten gegangen ist? Dass er wirklich sich zu dem gewandelt hat, was er wirklich ist, ohne Ängste, ohne Bindungsangst. Und das wird die Entscheidung so schwer machen. Das ist eine wirklich schwierige Entscheidung, die du treffen musst. Und du musst wirklich, du wirst auf dein Herz hören müssen. Ja, wir haben hier den Tod. Und der Tod, der steht natürlich auch für Neuanfang. Mit altem Abschluss. Und da sagst du vielleicht, gut, ja, wenn der jetzt kommt, ist es ja ganz logisch. Ich lasse die alte Beziehung ruhen und habe die neue und das ist schön. Ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht. Der Tod kann ja auch bedeuten, dass du deinen Frieden mit eurer alten Beziehung machst, dass ihr beide euren Frieden mit der alten Beziehung macht und zusammen einen Neuanfang habt, ihr zusammen eine ganz neue Beziehung aufleben lasst. Das heißt, es ist wirklich eine verzwickte und nicht ganz unkomplizierte Situation. Aber eins sei dir gewiss, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, wirst du die richtige Entscheidung getroffen haben. Dein Bauchgefühl und deine Intuition werden dir sagen, was richtig ist. Die werden dir einfach sagen, was zu tun ist. Und du wirst mit dieser Entscheidung auch glücklich werden. Und um keine weitere Legungen zu den beiden, zur Liebe und allgemein zu verpassen, folge mir jetzt und aktiviere unter dem Video die Benachrichtigungsglocke.